Was geschah eigentlich mit Hagrid nach der Harry Potter Saga? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um die Heiligtümer des Todes und den geliebten Rubeus Hagrid, den Hüter der Schlüssel und des Geländes von Hogwarts. Genauer gesagt werden wir uns damit befassen, was genau mit Hagrid nach der Schlacht von Hogwarts und dem Ende des Zweiten Zaubererkrieges passiert ist. Abgesehen von einem kurzen Epilog, mit dem das letzte Buch der letzte Film endete, erfahren wir nicht mehr viel darüber, was genau mit den meisten der überlebenden Hauptcharaktere passiert ist. Wir sehen Harry, Ginny, Hermine, Ron und Draco Malfoy und auch andere, wie sie ihre Kinder auf dem Bahnsteig 9¾ nach Hogwarts schicken, aber Hagrid ist nirgends zu sehen. Was ist also aus dem sanften Riesen geworden? Wohin ist Hagrid gegangen, als das Chaos vorbei war und sich der ganze Staub gelegt hatte? So sehr wir Sirius Black auch lieben und schätzen, Hagrid war in meinen Augen Harrys wahre Vaterfigur. Er war von Anfang an für ihn da und wachte sorgfältig über ihn, als er vom kleinen Jungen zum Mann heranwuchs. Hagrid war derjenige, der Harry in die Zaubererwelt einführte. Er zeigte ihm, wo es lang geht, und er kaufte sogar Hedwig. Er war es auch, der Harry aus dem Potterhaus holte und ihn zum Lingusterweg brachte, mit Tränen in den Augen, als er Harry auf der Türschwelle der Dursleys zurückließ. Da Hagrid keine engen familiären Bindungen hatte, sein Vater starb und seine Mutter verließ ihn, war Harry alles, was Hagrid hatte, und Hagrids Fürsorge für Harry zeigte sich in seinen Handlungen und seinem Verhalten während der gesamten Saga. Nach dem Ende des Zaubererkrieges waren viele Menschen im Ungewissen, wie es weitergehen sollte, denn viele Menschen, die sie kannten und liebten, waren gestorben. Obwohl die Guten als Sieger hervorgingen, lag Hogwarts in Trümmern und viele Beziehungen waren zerbrochen. Hagrids engste Beziehungen bestanden zu Harry, Dumbledore und der Schule an sich. Und sowohl die Schule als auch Dumbledore waren am Ende. Was hat Hagrid also als nächstes getan? Es stellte sich heraus, dass Hagrid einfach auf seinem üblichen Posten in Hogwarts weiterarbeitete. Das einzige, was Hagrid noch mehr liebte als Hogwarts, war seine Liebe zu magischen Geschöpfen, was erklärt, warum er sich entschloss, als Professor für die Pflege magischer Geschöpfe an der Schule zu bleiben. Hagrid wird auch im Epilog von Harry erwähnt, als er mit seinem Sohn Albus spricht. "Tschüss, Albus", sagte Harry, als sein Sohn ihn umarmte. "Vergiss nicht, dass Hagrid dich für nächsten Freitag zum Tee eingeladen hat. Leg dich nicht mit Peewees an. Duellier dich mit niemandem, bis du es gelernt hast. Und lass dich nicht von James aufziehen." Der Epilog von Harry Potter warf einen Blick 19 Jahre in die Zukunft, was bedeutet, dass wir das Jahr 2017 haben und Hagrid 89 Jahre alt ist. Aber dank der Langlebigkeit der Zauberer war Hagrid sicher noch sehr rüstig. Es wird vermutet, dass Hagrid nicht nur in Hogwarts unterrichtet, sondern auch eine Beziehung zu Madame Maxime hatte. Allerdings erwiesen sich beide schließlich als zu verschieden, um eine Beziehung zu führen. Viel mehr wissen wir über den sanften Halbriesen nicht, aber ich hoffe, dass ihr damit ein wenig mehr über Hagrids Charakter wisst. Er ist heute im reifen Alter von 93 Jahren immer noch gesund und munter. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.